Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X. Beim letzten Mal sind wir hier auf der Mienstraße angekommen. Und das wird jetzt ein riesiger Spaß, denn die Mienstraße ist wirklich, wirklich scheiße. Warum gibt's diese Ecke hier hinten? Ja, aber wirklich, auf der Mienstraße begegnen die halt so viele Gegner. Das ist unglaublich. Dies ist mein dankbares Medium. Bitte nehmt es an. Oh, nice. Was hast du mir zu geben? Sexy Girl. Bitte benutzt dies, werte Garde. Oh, ich... Naja, na. Antidot, mal zwei. Alter Mann. This is a statue of Lord Mihen. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yevon feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mihen walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maesters' trust, and his legion became an arm of the Yevon clergy. It was then that Yevon gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. And the rest is history. Er hört sich an wie irgendeiner aus Dark Souls. Ich glaube, das ist tatsächlich derselbe. Oh, eine Garde. Hiermit könnt ihr das Medium besser beschützen. Stichlanze. Ist die Stichlanze nicht voll scheiße? Warum haben wir eine Kimari da? Stichlanze. Ui, lol. Die Stichlanze ist halt echt viel besser als meine. Ja, da haben wir schon den ersten Kampf. Ich habe schon drauf gewartet. It's also tough. Let me handle this. No way. I can take it. Ja, also das ist das Tutorial für Auron. So, uff. What the? Titus macht ja gar keinen Schaden an dem Ding. Na, dann lass es mal Auron probieren. Der dicke Mann für die dicken Gegner. Told ya, Sir Auron's the best. I could've done that. Ja, es war ein sehr subtiles Tutorial. Sozusagen, okay, Auron ist zwar scheiße langsam, aber der kann sich auch gut um die langsamen Gegner kümmern. Du blockst einfach mal. Oh, sie hätte auch Anti-Eis machen können. Ja, feuer ich mal alle an. Genau deswegen. Uha, uha. Yuna braucht ein wenig Leben. This ends now. Ja, der endet jetzt wirklich. Titus wird ausgewechselt gegen Kimari. Er macht einmal diesen hier mit 77 Schaden. Und Lulu verbrennt dann das Ding. Ich muss öfter mit Lulu Kämpfe beenden. So, Sphärobrett. Kimari kann nix. Dafür kann Lulu was. Nämlich ihr Leben steigern, was sehr gut ist. Nein, bewegen. Engel! Oh ja, Engel ist schön. Hier unten wird beten erlernt, oder? Ja. Halt, nein. Titus darf noch bewegen. So, Zeitsphärus. Und Waka kriegt auch Leben. Danach muss ich mal das Inventar aufräumen. Halt, nein. Unheil darf er noch erlernen. So. Items.
automatisch. Damit sich die Spheroiden halt mal. Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. Ja, jetzt habe ich natürlich das genutzt. Was ich sagen wollte, die Spheroiden sollen sich einfach mal auf einer Ebene. So groß die Kralle nahe dem von der Kralle Blicke in die entgegengesetzte Richtung. T. Tal. Kralle im Tal. Und hier ist eine Truhe. Genau, dass die Truhe hier existiert, das wusste ich tatsächlich. Eisschwert. Eisschwert ist schön, aber Bruderherz wird später nochmal cooler, deswegen behalte ich das gleich. Tex. Ja, mach's einen Wunderhieb. Und du feuerst den Gegner mal ein bisschen an. Diese Glubschi-Gegner, die sind teilweise echt übel. Weil die können teilweise echt böse Effekte anwenden. Stein zum Beispiel oder was weiß ich nicht alles. Bam. Also gegen diese Fliegedinger zu kämpfen ist manchmal echt nicht schön. Ich will aber wissen, wie ich dort rechts hinkomme. Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, Captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend. Let's go get him. Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What'd I say now? Jekt said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Ja. Trouble gibt's immer. Oh ja, hier kann ich euch mal zeigen, wie Yuna übrigens angreift. Aha.
Ja, du greifst halt den Kleinen an. Können die mal aufhören, Yuna so fertig zu machen? Holy shit! Okay, der war nicht geplant. So be it. Allow me. Warum ist Kimari auf einmal so stark? Der ist eigentlich immer einer meiner schwächsten Kämpfer. Hast du irgendwas zu geben? Oh, ja. Außer ein Kampf. Ja, besteck mir jetzt bitte mal nicht meine Lulu. Kann ich von dem was lernen? Flammen. Der hat keine Nachteile. Oh, der hat Nachteile. Einfach weggebrannt. Könnte tödlich enden. Tut es aber nicht zum Glück. Warum habe ich Yuna eigentlich in Verteidigung gestellt und nicht in sich heilen oder so? So, ich heile mich jetzt mal endlich kurz mit Yuna. Ja, dann zeige ich euch Yunas Ekstasefähigkeit, den Meisterruf. Ihr habt gerade gesehen, dass Walfaris keine Ekstaseleiste hatte. Jetzt hat er sie. Please, fight with us. Das Coole ist, wenn die Bestia schon eine volle Ekstaseleiste hat und man verwendet den Meisterruf, kann die Bestie die Ekstase zweimal hintereinander verwenden. Halt, erstmal rede ich mit dir. Irgendein großer Plan soll bald umgesetzt werden. Du billiges Arschloch, du hast mir nichts gegeben. Dafür werde ich dich nicht beschützen. Ich nehme dich mit und werfe dich hin zum Fraß vor. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass er uns keine Opfergabe gibt. Wir sind das Medium. Kraftsphärik. Ah, aber erstmal Abilities. Das ist halt so praktisch. Erst gibt er mir nichts und dann rennt er im Weg um. A summoner party. You too are a summoner? My name is Belgamine. You are? My name is Yuna. The High Summoner's daughter. I've heard much of you. But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Let us see which are stronger. My aeons or yours? A one-on-one match. Not to the death, of course. What do you say? No. I'll do my best. Good. Before we begin, your aeons have been healed. You can fight with your full strength. Come. Sie beschwört jetzt, glaube ich, als erstes. Ja, genau. Sie beschwört jetzt Ifrit.
Und wir haben nur noch Weiferis zur Auswahl, weil Ifrit ist bereits im Kampf. Show me how strong of a link you forge with your aeons. Das Dumme ist halt, Ifrit ist an sich auch stärker als Weilfaris, weil es halt die zweite Bestie ist. Erhöhen sich, wenn das Medium stärker wird. Deshalb, derselbe Ifrit kann also, genau, mit 4 HP und hohe Angriffskraft. Deine Attacken in der Reihenfolge. Angriff, Meteorit. Okay. Gut, dann gebe ich ihm jetzt eine Schallschwingung mit. Noch eine. Angriff. Sanfte Tour. Genau, jetzt kommt der Meteorit. Jetzt mache ich mal eine auf harte Tour. Sanfte Tour. Er macht jetzt einen Meteorit. Jetzt kommt wieder die Schallschwinge. Jetzt müsste er mich eigentlich angreifen. Ich bin voll, genau. Und jetzt muss ich ihn mit der Ekstase wegbrennen. You need more training, but you did well. Reisering. You show promise. With more training, you could defeat Sin. Thank you, but I think you might defeat Sin before I am able to. I cannot. Huh? Or should I say, I was not able to. You mean... Farewell, Yuna. We'll meet again. One day I know we will meet again. Falsches Menü. Reisering. Die sind zwar an sich gleich, aber der zweite Reisering hat einen freien Slot mehr, deswegen wähle ich den aus. Und bevor wir eventuell wieder eine Cutscene driften, mache ich an der Stelle einen Cut. Deswegen bedanke ich mich jetzt mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.